Wir haben hier die Weltpremiere der 7. Generation unserer Markenikone, das ist 911. Und das feiern wir am Standort, an dem wir 1963 den ersten 911er präsentiert haben auf der IAA. Das andere, was wir vorgestellt haben, ist der BMW i8. Ein Supersportwagen. Hier auf der IAA hatten wir die Weltpremiere von unserem HZ1. Das ist das erste Elektro-Supersportauto der Welt. Wir haben eine tolle Resonanz und ich glaube, wir konnten die Chemie im Automobilbau gut positionieren. Wir hatten in den ersten 4 Tagen hier wirklich keine freie Minute. Dann haben die Publikumstage angefangen, die waren genauso super. Es ist in der Woche genauso viel wie am Wochenende, das ist echt überraschend. Da hätten wir nicht gedacht, wir hätten gedacht, Montag, Donnerstag eher ruhiger, gar nicht. Das ist so eine Veranstaltung wie die Weltmeisterschaft, die IAA, und die verbindet einfach.